Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Schanzen und wir spielen weiter Asgard Wrath. Wir suchen immer noch den Handwerker und wir kommen ihm, glaube ich, auch langsam näher. Zumindest glaube ich das. Wir schauen mal. Ich hoffe, wir kommen ihm näher. Oh, das sieht nicht gut aus. So. Oh. Okay, erstmal stellen. Jetzt schon nicht. Bin schon dabei. Also, was ich auch aufpassen muss, ist das Mikrofon. Ich knall das Schwert immer so hart gegen das Mikro. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt. Knallt das ordentlich. Und das, obwohl es an meinem Headset dran ist, aber ja, bringt anscheinend nichts. Schon krass. So, ups. Neben hier rein. Hallöchen. Man kann ja auch mal diese Bomben da oben fallen lassen, ne? Denke ich nie dran. Weiß ich nicht, von welcher Seite sind wir gekommen? Von da oder von da? Ja, ich glaube. Wir sammeln ja so viel Materialien ein, also ich bin echt gespannt, wofür man die benutzen kann. Immer noch kein Zeichen von Tar. Was, eine Tür? Gehen wir also weiter. Zwei Türen. Hoffen auf das Beste. Okay, also wenn wir darauf treten, würde ich behaupten, gehen die zu. Okay. Dom? Nö. Okay, so. Ja, stell ich so an da. Okay, ein Wandlauf. Es geht ins Fleisch und Blut über hier, die Steuerung, muss man echt gesagt sagen. Eine Falle, ich bin gut rausgekommen anscheinend. Okay. Noch eine Biegung. War er wahnsinnig, als er diesen Weg ebnete? Da. Na, wahrscheinlich. Aber der will auch gegen uns kämpfen gleich noch, der Affe. Okay. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Könnte ein bisschen gebrauchen. Etwas Spaß. Kommt schon, kämpft mit mir. Oh, wir haben ein bisschen Punkte zurückbekommen. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Da ist noch was zu einsammeln. Das müssen wir überlegen. Wo? Achso, hier. Okay. Weg da. Ja, F5. Haben wir gemacht? Gut. Es heißt, dass Petar die Welt erschaffen hat. Damit sind wohl auch die endlosen Fallen und Monster gemeint. Also, ich habe meinen Spaß mit ihnen. Okay, machen wir dieses Ding runter. Jemand muss es ja tun. Jetzt ist die Truhe da drin, das passiert, wenn du sie da wegmachst. Dann bleibt die Truhe im Stein. Okay. Ich dachte, da passiert etwas Cooles. Betet für einen anderen Weg hinüber. Ich sehe nur den einen Ausgang. Lass die Ruine, ja toll. Muss mich schon umgucken? Ihr schafft es. Ich nicht. Ohne mich wärt ihr verloren. Okay, sie kann nur zwei auf einmal machen, oder was?
teleportieren? Geht nicht, komm hier rüber. Komm zu mir. Hierher und keinen Schritt weiter. Okay. Auch keine coolen Sachen da drin, ne? So, da oben kann man längs laufen. Das heißt, dafür müssen wir aber erstmal hochkommen. Oh, nein. Warum hier? Na los. Ja, klar, beeindruck mich. Wir müssen gucken, was den Weg darüber finden. Ich weiß noch nicht wie, aber. Hier kann ich auch meine Axt schwingen. Dann geht's da drüben runter. Okay. Gut. Das ist nämlich so ein bisschen das gute alte Tomb Raider. Da gab es auch mal so komische Rätsel, die man machen musste. Guck mal, ob es noch irgendwas anderes gibt hier. Ja, ich sehe hier nichts. Ach so, warte. Natürlich gibt es da was. Muss ich auch draufstellen, ne? Geht ja auch. Okay. Geht's runter? Sollte nicht allzu schwer werden. Schön. Okay, also hier holen wir uns mal. Obwohl, warten wir noch. Vielleicht kommt noch ein Kampf, weil wir haben ja noch relativ viel. Da drüben kommen wir noch drüber. Und die Frage, wie? Mit dem da? Ja, dann bin ich aber da oben. Das bringt mir ja gar nichts. Ah, warte. Eine macht uns, bringt uns hoch. Da oben ist ja eigentlich nichts. Ne? Lass uns doch erstmal dieses Rätsel hier machen. Mit dem hier. Gut, Tür ist auf. War's schon. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ein bisschen. Okay. Verlasse die Ruinen. Ach Mann, schon wie so ein Götterrätsel. Wenn wir nach jemandem mit der Kraft suchen, Berge zum Einschritt zu bringen, sind wir auf dem richtigen Weg. Hört auf euch aufzuregen. Redet zu mir. Wir den Mekan erst verbrennen hier. Wow. Aber ein knapper Kampf, wenn ich überhaupt nicht. Mehr Magie. Das überlasse ich eurer göttlichen Fügung. So, guck mal, jetzt haben wir ganz viel verloren. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall diesen Schutz wieder. Will ich hier hinten nochmal holen? Schön. Gut, dass der Kampf kommt, macht er das doch Sinn. Gut. Dann lass mal gucken, wie das Rätsel hier zu lösen ist. Da ist ein Steinmann, da kommen wir gar nicht durch. Das kommt von oben an. Wir kommen der Quelle dieses Geräuschs immer näher. Bin mir nicht sicher, ob das was Gutes ist. Da ist was drin. Ihr müsst wohl wieder den Handwerker spielen. Ich werde mich setzen und zusehen. Nein. Aussehen. Das wird gleich mal helfen hier. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier passiert. Und hier dreht. Kann nicht.
Wollen wir mal Tiere führen? Den Hammer haben wir. Da ist noch ein Stein. Wir nehmen. Oben aufstellen. Jetzt kann man das drehen? Das verstehe ich nicht. Mit unserer Meisel, würde ich sagen. Da ist der Meisel hinter diesem Gitter. Okay. Ich mir noch eine Zeit nehmen, wahrscheinlich. Okay, das geht mir noch eine Zeit. Das heißt, wir müssen. Ja, wir müssen da runter und dann. Das ist auch in der Nähe hier. Das Ding da hin. Und da darüber, wie wir das dann schaffen. Ja, okay, warte mal. Brauchen wir den kleinen Mannequin für? Das ist doch jetzt nervig. Los. Okay. Na gut, kann man schon machen. Ein bisschen umständlich? Ein bisschen. Ja, wie kommen wir da rüber? Darüber komme ich nur, wenn ich. Ja, okay. Weißt du was, dann kacken wir auf diese Scheißtruhe, oder? Aber jetzt kann ich das noch zu machen. Geht hoch. Okay, das Ding können wir runterlassen. Abkürzung haben. Das Ding machen wir. Ah, okay. Oh, war das clever jetzt von mir oder was dumm? Ist der weg? Okay. Gut. Machen wir Meisel, jetzt gehen wir wieder auf die Hammer Meiseljacht. Das Leuchten in etwas da. Er klimmt den Wasserfall. Ah, okay. Ah, okay, warte. Jetzt können wir da durch. Vorher kommt man nicht durch. Ah, okay. Gut. Wir sehen, wo wir jetzt hin können. Kätzchen. Ja, ne? Gut, dann gehen wir hier unten längs. Voll in Trance gewesen im Spiel. Wir können wohl kaum einen Wasserfall hochklettern. Von hier hinten irgendwie? Das ist einfach noch hier, ist auch gar nicht so leicht, glaube ich. Okay, da kann man nicht durchgehen. Okay. Das geht nicht. Was macht man denn hier? Er klimmt den Wasserfall. Okay, müssen wir mal kurz von oben mal gucken vielleicht. Wie sollen wir denn da hochkommen? Gucken wir uns mal von oben mal nochmal.
Also ihr könnt da hinkommen, ne? Und wie kommen wir da hoch? Ach gut. Ach, okay. Jetzt läuft es da nicht, da läuft es. Okay. Ich hab's verstanden. Ich muss das wieder drüben machen. Da müssen wir durch die Tür rein, aber wie kommen wir, ist die Frage, wie kommen wir erstmal hoch? Wie kommen wir erstmal da hoch? Weil selbst wenn wir das frei machen, gibt es auch keine Kletterbank oder so. Wir müssen mal kurz mit dem Kätzchen gucken, mit dem Typen gucken, ob man da irgendwo anders rein kann. Ich glaube fast nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, wir müssen noch auf die andere Seite, warte mal. So, wir bringen unsere Figur mal da durch. Aber hier müsst ihr jetzt immer das andere Ding machen. Und das hier aufgemacht. Jetzt ist da oben so ein Schalter, okay. Das macht Sinn. Was der Schalter macht. So müsste es gehen. Ah, okay. Da können wir klettern. Da können wir klettern, perfekt. Der einzige Weg scheint nach oben zu führen. Natürlich. Gut. Okay, schauen wir uns mal hier um. Zeit, meine Das war lustig. Okay, also hier sind Stacheln, da kommen wir nicht links. Das ist ein bisschen auf jeden Fall. Krault mich. Hier irgendwie. Achso, okay. Und dann wieder runterziehen, okay. Ziehen wir hin. So. Wir müssen wieder zurückhalten. Wo sind wir jetzt gerade? Ah, in dem Wasserfall. Okay, das wird eine ziemlich coole Art, ne? Einfallsreich. Für eine Gottheit. Da rein, ne? Perfekt. Geht's hoch? Hoch da. Mal kurz gucken, ob wir irgendwo Energie haben noch. Da. Und Energy. Fühle mich schon besser. Kostet meine Klinge. Oh nein, das ist nicht passend. Das ist Thank you.
mich so nicht stehen lassen. Tja, das wäre erledigt. Das sollte reichen. Okay, gut. Ein bisschen was. Wieder erreicht hier. Das Mikro wirklich weggeflogen. Okay, Entschuldigung. Das klackt ein bisschen laut vielleicht, aber ist echt runtergeschlagen. Dämlich. Aber naja. So, hier müssen wir auch wieder Rätsel lösen. Wo seid ihr, kleinen Pisser? Entschuldigung. Schöne Aussicht. Und es geht immer noch weiter nach oben. Nur gut, dass ich keine Höhenangst habe. Ach, da geht's hoch, okay. Erstmals erfüllt ihr meine Ansprüche. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein. Runter. Klettern wir hier durch. Okay. Betretet die Höhle. Gott, Petar. Es kann niemand anderes sein. Zerstört die unvollendete Statue. Okay. Das ist unser Handwerker? Ich wollte noch nie die Aufmerksamkeit eines Gottes. Aber wir sind so weit, könnte der Gott Petar der große Handwerker sein? Er hört mich, Petar! Herr des Jahres! Bildner der Erde! Ich kann sie mir nicht alle merken! Ist der riesig. Alter, ist der riesig. Ihr habt mich gehört und nichts gesagt? Lieber King Kong, guck mal. Was seid ihr? Ein Sterblicher, den ihr Götter beschützen solltet. Sag mal cool. Nein. Wie wäre es, wenn ich euch in Stücke reiße, Sterblicher? Und die versteckte Gottheit in euch freilasse? Ach. Was bezweckt das schon? Das bringt sie auch nicht zurück. Cool gemacht, Leute. Ihr wollt Sach mit brechen, wie diese Statue? Nein. Sie ist bereits zerbrochen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Sie wieder zu Bastard, meiner geliebten Frau, machen. Geht mit Horus und stellt euch ihr oder trete beiseite. Dann kommt mit uns, Horus weiß, wie man sie erreicht, mit eurer Hilfe. Horus ist am Leben. Ja. Ich hatte nicht in Betracht gezogen, dass er litt, während ich mich in Selbstmitleid suhlte. Ich werde kommen. Cool. Euer Gürtel gibt euch Zugriff auf 5 einziger Gegenstände eurer Wahl, damit ihr nicht euer gesamtes Inventar. Okay. Hallöchen. Seid gegrüßt. Ich begrüße eine weitere Unterhaltung. Los geht's. Dass ich Petar in dieser bescheidenen Unterkunft willkommen heiße. Aus den Fragmenten kann er die Sonnenscheibe wiederherstellen. Ihr wünscht zu sprechen? Wer ist Petar für? Ich war ihm nie nah. Als ich meinen Vater verlor, verlor Petar in vielerlei Hinsicht seine Frau. Oh. Er schuldet mir nichts. Ich hätte nie erwartet, dass er mir in meiner tiefsten Not zur Seite steht. Wie treten wir Sachmet gegenüber? Diese Sonnenscheibe befand sich einst an ihrer Krone, denn sie ehrte Ra, genau wie ich. Wir standen uns
nahe. Ich glaube, die Scheibe wird uns zu ihr führen. Okay. Wer ist Sachmit vor euch? Wenn ich als Junge spielte, nahm sie mich in den Arm und machte mich sauber. Ihre Zähne waren so groß wie mein Kopf. Ihr Knorren so tief wie der Nil. Und doch hat sie mir nie Angst gemacht. Aber diese Zeiten sind vorbei. Okay. Steine. Eure Heldensteine sind Ma'at-Steine. Ma'at ist die natürliche Ordnung des Universums. Wer Ma'at aufrechterhält, stellt wieder her, was sein sollte. Okay. So. Geht in Frieden. Kehrt sicher zurück. Ich muss, was ich machen will, ist, ich will einmal gucken, ob diesen Handwerker findet. Gitarre. Guck mal, so kurz einen neuen Aufträge an. Das ist es. Aufträge alle erledigt. Ja, gut so. Nehmen wir an. Nehmen wir auch an. So. Einige an Sachen bekommen. Einreichen. Genau so. Das haben wir alles geschafft schon, okay. Stattet euren Trupp mit meinen besten Kreationen aus. Was kann sie mir denn erzählen hier? Seid gegrüßt. Ich bewache Horus mit meinem Leben. Kann ich verstehen. Weil er für das meine kämpft. Okay. Was sollt ihr? Ihr wolltet mich sehen? Wollen? Müssen. Das ist für euch ein Anch, offensichtlich. Achso. Und jenen, der im See versank? Ich habe in Horus Diensten viel gesehen. Hero vermisst diesen vielleicht. Wer ist Hero? Ihr nennt ihn Chira, Chiraku-Sphinx, die Inkarnation des Ra, oberste Gottheit. Könnt ihr jetzt gerade zuhören. Okay. Also gut, wo finde ich ihn? Hero? Nicht immer hier. Oft vor dem Wachturm. Gebt ihm den Anch. Er freut Ra. Okay. Lasst mich meine Werkzeuge zum Einsatz bringen. Machen wir. Der müsste ja hier sein, ne? Oben, die Werkzeugkammer. Lass das mal an. Okay. Ich hoffe, man kann da irgendwie was bauen. Also bauen lassen oder so. Es ist nicht nötig zu sprechen. Auch zu sprechen. Der Gott unter den Sterblichen. Ihr habt mich in meinen schlimmsten Zeiten erlebt. Nun seht ihr meine beste Seite. Okay. Schaut. Abrakt das Schwert. Es gehörte euch. Zu eurem Schwert gehört ein Schild. Er ist im Tempel des Osiris, der mit diesem Schlüsselstein geöffnet wird. Und wenn ich das Schwert neu geschmiedet habe, werdet ihr noch stärker sein. Geil. Ein Geschenk an euch. Für Horus. Den ich in meinem Selbstmitleid im Stich gelassen habe. Doch das ist vorbei. Hey. Etars Schlüsselstein haben wir bekommen. Schon mal gut. Ich schätze eine Arbeitspause. Kann ich was für euch tun? Mit rührseliger Hingabe schuf ich Statuen meiner Liebe. Meiner Bastet, die ihrer nicht würdig sind. Zerstört sie alle. Befreit mich von ihrem Andenken. Okay. Ich schätze eine Arbeitspause. Wieso mehr Statuen? Ich spüre mehr von diesen deformierten Monstrositäten, die ich in meinem Schmerz erschuf. Zerstört die Statuen der Sekhmet. Okay, müssen alle Statuen zerstören. So ein unzulängliches Abbild von ihr sind. Gut. Ich schätze eine Arbeitspause. Zeigt mir eure Waren. Okay, so, jetzt können wir mal gucken hier. Erstmal nehmen wir hier auf die Schwerter. Achso, verbessert der Stachel von Baku. Mächtiger Stachel. Das kann ich also nicht machen, wie ihr seht unten. Mächtige Steinmetzaxt. Was brauche ich alles dafür? Fehlt uns 3 für die Schere, um den Stachel besser zu machen.
Die Rüstung geht anscheinend. Helm des Verteidigers, okay, da wird alles besser. Wir haben jetzt auch richtig viel Zutaten noch teilweise. Ich dachte, wir haben schon so viel eingesammelt, aber nicht genug. Eine Pater-Maske. Dieser aus dem Rückenmesser geschnitzte Maske, das stellt den Geist der Katze dar. Das ist wie, okay. Kupferbahn. Bronzebahn und Lederhaut. Also, wir müssen kurz gucken, was brauchen wir denn hier noch? Hier brauchen wir Schere, das haben wir alles. Mit besser und mächtiger Stachel mit dem Baku brauchen wir eigentlich nur einen Kupferbahn. Das kriegen wir noch hin. Machen wir Kupferbahn. Und jetzt? Gemacht? Achso. Brillant. Können wir das hier herstellen? Hätten wir 55 und hier wäre es 52. Universeller Stachel können wir nicht machen. Wir könnten aber noch verbesserte Steinmetze abbauen. Mächtige brauchen wir Klauen für. Lass uns doch einfach die mächtigen Stacheln machen. Nee, nicht. Warum nicht? Hat doch alles. Ich schätze eine Arbeitspause. Also wir haben den doch, den können wir doch machen, oder bin ich jetzt verkehrt? Da braucht man erst den. Verbesserte Stachel kann ich nicht machen. Da haben wir doch alles für. Was brauchen wir dafür? Ein ungewöhnliches Schwert, das vor langer Zeit von der Wacht des Vaters gekommen wurde. Hä? Okay. Ich jetzt nicht. Ach so, erfordert verbesserte Stachel. Okay. Wenn wir den haben, da fehlt uns aber die Schere für. Wollen wir noch irgendwas kaufen bei ihm hier? Wir gucken mal, die mächtige Steine erfordert verbesserte Steinbissachs. Verbesserte Steinbissachs können wir aber fertigen. Aber Bruder, wenn wir das machen, dann fehlt uns ein ganz anderer Scheiß. Echt viele Sachen für, um irgendwas besser zu machen, ne? Wir machen trotzdem das immer fertig, ja. Oh, jetzt braucht diese ganze Scheiß hier, aber die kann man schon irgendwo kaufen, oder nicht? Er kauft da irgendwas hier auch, oder macht er nur Gegenstände? Ah, Gegenstände verkaufen. Das wäre ja dumm, was... Obwohl, nee, wir haben doch ein paar Sachen, die wir kaufen können. Die wertvoll sind, ne? So wie das hier zum Beispiel. Kann ich auch noch einmal verkaufen? Ah, da. Deal. Sammeln, ne? Genug Silber. Das ist ja die Frage. Funkfalle. Diese ganzen Fallen, die benutzen wir irgendwie gar nicht, ne? Okay, das sind alles Sachen, die wir eingesammelt haben. Die würde ich natürlich nicht verkaufen. Getränke und so ein Scheiß würde ich einfach kaufen. Obwohl Kohl. Cool. Ei. Gut, aber wir können auch Gegenstände bei ihm kaufen. Aber hat nicht so richtig coole Gegenstände, ne? Kupfererz brauchen wir dafür. Aber wie wird Kupfererz denn gemacht? Wir brauchen auch Kupfererz für. Man kann es auch vollenden, indem man das so macht. Okay, wo wir Bronze waren. Da brauchen wir Zinnerz, das kann nicht mal werden. Die Lederreste. Können wir machen. Das kostet auch ein bisschen was. Kupferbarren können wir kriegen. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel bräuchte ich Kupfererz für verbesserten Stachel, die Schere und einen groben Schleifstein.
Wir haben eine Rüstung. Also uns fehlt also viel Kupfererz. Ist die Frage, wo man Kupfererz herbekommt. Kauft dann? Nein, verkauft nur Kupfererz. Okay. Und wir können auch schon was kaufen hier. Kaufen mal für... Gut. Und jetzt müssen wir doch hier wieder irgendwas machen können. Jetzt haben wir genug. Schere und grober Schleifstein fehlt. Wie viel kauft er nicht einen groben Schleifstein, oder? Knochen. Ja. Also für die könnten wir auch was bauen hier, ne? So, machen wir es mal auf. Komm schon, da bauen wir auch mal. Eine Riemen. Denn jetzt haben wir nichts, denn jetzt haben wir nicht. Aber da haben wir schon mal ordentlich was für sie fertig gemacht. Was geht da schlafen? Da brauchen wir noch richtig viel. Wenn man hier guckt, bin ich aber bei der Rüstung. Und wir können auch unsere Rüstung verstärken, sehe ich gerade. Also, das wäre plus 7. Helm des Verteidigers. Kettenhütte, Armschienen des Verteidigers. Dann gibt es Sandalen des Verteidigers. Dann gibt es auch Helm des Wächters. Kriegen wir zwar auch ein bisschen mehr Erdbauern dazu, ne? Wie man sieht hier. Auch nicht verkehrt. Atom. Das können wir nicht. Aber ich glaube, wir müssten unsere Rüstung auch ein bisschen verbessern. Pure Stärke oder lieber mit dem? Warum wir viele Kupferbarren, sehe ich gerade. Das wäre mit Kupfererz besser dran. Oh, Rohleder. Rohleder und hier braucht man ein geschnitztes Skarabäus. Die sind rein. Aber hier, Rohleder hat er doch zum Verkauf hier. Lederreste. Lederhaut. Leider keine Lederreste. Haben wir genug von, aber das können wir nicht machen. Ist klar. Rohleder haben wir nicht. Schade. Kettenhemd des Wächters. Das könnte man machen. Dann hätte man den Helm des Wächters. Ja, okay. Können wir nicht alles machen. Macht ja auch nichts. Sonst hat er... Hier, die haben wir vollgeballert. Den bräuchten wir. Bräuchten wir noch Schere und das andere. Gut. Ja, okay. Dankeschön. Ich schätze eine Arbeitspause. Dankeschön. Jawohl. Ich bin mir sicher, dass... Gut, dann gucken wir ins Inventar. Dann werden wir uns mal hier müssen... Erstmal die verbesserte Stein... nutzen. Die kann er weg. Hier auch. Er hat ja auch nicht schlecht, er hat andere Fähigkeiten, ne? Das ist einfach nur pure Power hier jetzt. Frage, wann das tauscht oder sagt man, lässt das so? Dann ist das besser. Besser und besser, ne? Dafür machen wir den Helm trotzdem drauf. Wir haben ein bisschen mehr normale Kraft. Dann machen wir den, und dann machen wir das gleiche. Die... ist nicht so viel, weil... Sie werden wir auf jeden Fall. Hä? Ach, da drüben ist sie. Und wo ist sie denn? Wieso kann ich da nichts machen? Das ist doch gut. Ist sie auch so ein bisschen aufgepimpt. Hier haben wir noch den Ank. Über das, das und das, okay. Euren Pfad erleuchten wird. Gut, danke. So, jetzt haben wir alles von ihm. Meine Schmiede erwartet euch. Hat neue Sachen. Jetzt hat er gerade neue Sachen bekommen.
Was ist das denn? Ich bin doch gerade erst weggegangen. Wollen wir uns trotzdem hin? Was für neue Sachen hat? Ähnlicher Typ. Ich schätze eine Arbeitspause. Ah, wahrscheinlich jetzt hier unten irgendwas, ne? Ja, okay, egal. Ich schätze. Ah. So. Lass mal hier raus. Und die nächste Mission angehen. Lass mal gucken. Warte, wir müssen dahin. Das große Sandmeer. Da hinten müssen wir hin. Da. Ja, machen wir jetzt aber mal. Okay, können wir da nicht. Können wir da auch direkt hinreisen? Y zum Ort gehen, Quest verfolgen. Verfolgen wir jetzt. Zum Ort gehen kann ich nicht direkt. Wahrscheinlich hier hin, wie wir wieder hinkommen, ne? Da gibt es nur diesen Weg da durch. Hier runter, da links. Wahrscheinlich. Oben ist irgendeiner, der zieht was. Kommen wir nicht einfach so einfach hin. Da müssen wir von hier aus kommen, glaube ich. Okay, dann lass uns hier hinreisen. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Ist schon ein ordentlicher Weg, glaube ich. Habe ich gerade gesehen, also auf der Karte zumindest. Bin mal gespannt, wie weit wir da, also wie lange es dauert, bis wir da hinkommen. Und wir werden ja nicht einfach direkt da reinkommen. Es wird natürlich wieder mit irgendwelchen Rätseln und Verknüpfungen zusammenhängen. Wie immer. Die Ladezeiten halten sich eigentlich immer in Grenzen. Wie geht's gerade? Jetzt vibriert's. Ich glaube, jetzt geht's los. Nee. Ja, das ist mal, wenn er nachlädt, dann hakt das Ganze ein bisschen, merkt man, ne? Wie traurig. Nur zwei Füße. Ja, wieder so mal da in die Richtung. Und jetzt glaube ich, dass wir da hin müssen. Welchen Weg wir direkt gehen müssen, weiß ich nicht. Aber guck mal hin, das Tier, was diesen Turm zieht da. Wie abgefahren ist denn das? Und vielleicht mal hier durch. Hast du gesehen da hinten? Da? Sieht schon krank aus. Oh, wir haben Hunger. Wir können hier durch. Es ist seltsam, diesen Ort verlassen zu sehen. Er wurde geschaffen, um mit Gläubigen gefüllt zu werden. Zum Feiern und Handeln. Lass mich raten. Segment. Oder... diesen also ebenfalls? Wo würdet ihr ohne mich sein? Ja, wir müssen das mal finden. Ja, aber wir müssen ein beschissenes Horn finden. Finden können. Haben die das da? Das ist eine neue Axt. Müsst ihr das tun? Ich wollte ein Bad nehmen. Ich habe mich nach einem Kampf gefühlt, dass etwas Spaß. Oh, God.
Der nächste Hieb wird härter treffen. Hört auf euch aufzuregen. Ein Nickerchen hat mit meinen Klinge. Oh, verdammte Axt. Nee, nicht verdammte Axt, das Schwert. Oh, ich bin gespannt, wo wir starten. Wir starten hier ganz im Arsch der Welt. Können den Sterblichen nicht sterben lassen. Ach, sag mir. Und los geht's. Aber das ist natürlich echt ein langer Weg, ne? Ein bisschen doof. Du wirst so leichtsinnig gekämpft. Du musst schon ein bisschen blocken und alles, das mache ich nie. Aber naja. Wir kommen aber nur durch, wenn wir das Horn haben. Also ohne das Horn sind wir nicht durch. Lass gucken, hier eine coole Kamele. Ah, ab und zu hakt das echt, ne? Merkt ihr das? Ich glaube, das ist, weil er es einfach nicht so schnell nachladen kann. Kluger Schachzug. Und wenn er es nicht so schnell nachladen kann, ist es natürlich... Was ist es denn diesmal? Merke ich. Das ruckelt, ey. Das ist echt krass. Das ist richtig krass hier. Ich hoffe, es kommen auch noch mal Verbesserungen für die Quest 3. Das Problem ist natürlich, wenn es dann Ruckelorgie ist, dann sollten sie eher die Performance verbessern. Als hier mit dem Grafik-Update kommen, weil das bringt mir ja auch nichts. So. Tiger, was ist denn das? Also irgendwie ist das Horn hier nicht so. Ich glaube hier ist, wenn es hier drin ist, lache ich. Wollen nicht lachen? Hier ist er nicht drin. Mal gucken, ob wir es hier finden irgendwo. Nicht so einfach. Aber merkt ihr das gerade? Dass er hier wirklich rumruckelt und schnuggelt? Das ist schon echt schade. Kann hier aber nicht reingehen, ne? Nee, kann man nicht. So. Barrikadiert. Okay. Das ist der Treibsand. Da kommen die aber so rüber. Warte mal. Hier vielleicht? Ja, auch nicht. Kommt. Diesen also ebenfalls? Trompete von Bass. Okay, dann müssen wir eine Trompete finden. Meistens ist sie ja hier in der Nähe, aber die hier ist nicht in der Nähe. Das heißt, wir müssen sie irgendwo besorgen. Das überlegen wir uns einfach beim nächsten Mal, glaube ich. Denn jetzt haben wir uns so lange mit der Einstellung rumgeärgert, mit dem Inventar meine ich, dass wir das, glaube ich, beim nächsten Mal machen. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Abo da oder einen Daumen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.